Danke, Alex, ne, für den Tag. Ich begebe mich hier hinter meinen schicken Greenscreen. Den habe ich jetzt mittlerweile einfach hängen lassen in der Scheune. Und da brauche ich immer reingehen und, ne. Gut, der Titeldude hat mich getaggt zum Serien-Junkie-Tag. Meine Fresse, ich habe schon so viel gequatscht heute. Mir fällt das nämlich schwer. Und ich habe hier mein schlaues Gerätchen und wir werden hier einfach mal loslegen und die netten Fragen hier beantworten, die denn, ne? Da geht du einfach auf Teledude und da stehen die Fragen drin. Der ist ja so clever und hat die Fragen hingeschrieben. So, hast du ein Lieblingsgenre? Habe ich, ich stehe total auf Comedy und alles, wo ich ein bisschen lachen kann. Es muss jetzt nicht vollstecken mit kompletten Lachnummern, es muss jetzt hier quasi nicht in aller Helden Strumpfhosen oder sowas sein, obwohl ich auf so einem Shit auch stehe. Aber wenn so ein bisschen Comedy dabei ist, dann, also ein bisschen Comedy muss immer dabei sein. Es kann eine Serie so Thriller-Comedy sein oder so, aber es muss wie so immer ein bisschen charmant bleiben und lustig und dann bin ich dabei. Also ich gucke aber auch andere Serien, aber das ist so mein Lieblingsgenre. Zweite Frage. Nenne sofort ohne groß nachzudenken deine drei Lieblingsserien. King of Queens. Die Sopranos. Und ja, ich gebe es zu, Dragon Ball Z. Ich oute mich, Dragon Ball Z. Dritte Frage. Welche Serien guckst du momentan und kannst du sie empfehlen? Momentan gucke ich mehrere Serien. Ich gucke momentan querbeet. Ich gucke Serien, wenn meine Freundin nicht da ist, die gucke ich dann, die sie nicht mag, wie How You Met Your Mother. Das gucke ich. Immer wenn ich alleine bin, dann gucke ich momentan mit ihr zusammen Stargate. Habe ich schon mal komplett gesehen. Finde ich aber einfach nur geil. Ich mag diesen Richard Dean Anderson einfach super gerne. Kann ich auch so weit weiterempfehlen, der jeder, der so ein bisschen auf harten Typ steht, der ab und zu mal einen lockeren Spruch loslässt und so ein bisschen auf Science Fiction kombiniert, macht einfach Laune. Ist natürlich schon ein bisschen älter und man muss sich natürlich ein bisschen an die ganzen Special Effects gewöhnen, aber ich finde es toll und wie er mag, aber es sind natürlich 10 Staffeln und muss man sich natürlich da mal reinsetzen und sich das wirklich mal antun. Da muss man auch ein paar Folgen mehr schauen, um das dann. Nee. Dann, was gucke ich denn noch momentan? Ich gucke Game of Thrones. Ja, ich habe mir jetzt einreden lassen, jetzt schon von mehreren, der Yetivin und der Finchi und was ich wäre alles. Ich weiß nicht, ob der Bruno noch. Und ich glaube, jeder Hans und Franz, der guckt ja Game of Thrones und feiert das total. Ich habe mir jetzt die erste Staffel meinem Bruder ausgeliehen, habe auch die erste Folge schon gesehen und bin momentan ein bisschen zwiegespalten. Klar, in einer Folge kann man nicht viel sagen, außer sich. In erster Folge kann ich ja nicht viel spoilern, aber außer viel Inzest, schön alles viel von hinten trocken rübergepoppt und viele Enthauptungen habe ich in dieser Serie noch nicht viel gesehen und war natürlich nach der ersten Folge so ein bisschen so, ja, also viel war da jetzt nicht, also wie gesagt, außer Softporno mit extremen Brutalities. Gut, ich werde aber natürlich weiter gucken, weil wenn so viele Leute sagen, es ist toll, dann muss ich natürlich noch weiter schauen. Die erste Staffel werde ich mir auf jeden Fall geben und dann denke ich mal, dass ich dann mehr sagen kann. Aber bis jetzt weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann. Ich denke mal schon, dadurch, dass andere Leute es alle empfehlen. Aber ich kann momentan nur von mir sprechen und momentan weiß ich es noch nicht. Ne? Gut. Welche Serie hat dich zuletzt enttäuscht? Zuletzt enttäuscht hat mich... Was habe ich denn zuletzt geguckt? Jetzt muss ich schon wieder überlegen. Nach längerem Überlegen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, welche Serie mich jetzt wirklich doll enttäuscht hat. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, was ich überhaupt nicht abkann. Das ist zum Beispiel, wenn eine Serie anfängt, irgendwann ihre Hauptcharaktere zu verlieren und sie dann einfach ersetzt. Ich bin dann Feind von, ich mag das irgendwie nicht, gerade man gewöhnt sich an den Hauptcharakter und auf einmal wird er einfach ausgewechselt nach der 5., 6. Staffel und dann denkst du, entweder man bleibt dann so hart und gucke, naja gut, mal schauen, wie er es macht. Oder ich lasse es dann komplett sein. Ich weiß auch nicht, liegt wahrscheinlich an mir selber, aber ich kann es überhaupt nicht ab. Hauptcharaktere wechseln ist für mich immer ein ganz kritisches Thema. Ich meine, bei Videospielen ist das für mich auch immer so, aber nicht so schlimm wie in Serien. Weil halt so eine Serie ist ja ein riesen Storystrang und dann gewöhnt man sich an ihn sehr dolle und dann immer schade. Schade, dass ich euch nicht sagen kann, welche Serie mich zuletzt enttäuscht hat. Fällt mir momentan nichts ein, wo ich sagen muss, das hat mich komplett enttäuscht. Eine viel zu unbekannte Serie, die du aber empfehlen könntest. Ja, Firefly. Kann ich soweit empfehlen. Leider hat sie leider in Amerika nicht die Einschaltquoten bekommen, die sie eigentlich hätte verdient hat. Denn Firefly ist eine Mischung zwischen Science Fiction und so ein bisschen Cowboy-Gedönst.
finde ich richtig cool. Auch der Hauptcharakter ist so eine richtig coole alte Socke. Das heißt nicht alt, aber eine coole Socke, der immer so einen trockenen Spruch auf Lager hat und auch Dinger reißt, womit du gar nicht rechnest. Finde ich sehr cool, auch das Setting zwischen Science Fiction und dieses Mittelalter, dieses Cowboy-Gedöns, fand ich richtig cool. Gibt es, glaube ich, nur 9 Folgen, wenn ich mich nicht recht berühre. Danke, du dummer Trecker. Und es gab noch einen Endfilm, der hieß Serenity und der baut darauf auf. Finde ich ganz cool. Kann man sich auch geben. Gibt auch dann einen schönen Abschluss der ganzen Serie. Leider nur zu kurz, aber kann ich euch gerne empfehlen. Und wer ein bisschen Anime gerne guckt, den kann ich dann auch noch Full Metal Panic empfehlen. Finde ich auch ziemlich cool. Ein alter Ex, quasi ein Soldat, der beauftragt wird, ein College-Mädchen zu beschützen und aber total in dieser Soldatennummer aufgeht und die das überhaupt nicht ablegen kann und nur Scheiße baut. Der fängt an Bomben zu legen, weil er Angst hat, dass er spinnt irgendwie, weil eine Falle ist oder sowas und springt dann halt die ganze Schule in die Luft und so. Finde ich ganz cool, kann ich euch auch nochmal empfehlen, da mal rein. Eine perfekte Serie hat bzw. besteht aus einem guten Hauptcharakter, aus guten Nebencharaktere, ein gutes Setting und für mich definitiv ein bisschen Comedy dabei. Dann ist das für mich schon ausreichend genug, um da auf jeden Fall mal reinzuschauen und dann die Serie vielleicht auch durchzusuchten, wenn das alles gegeben ist. So meine Meinung. Hast du irgendeine bestimmte Eigenart oder ein Ritual beim Seriengucken? Ja, bei mir machen Seriengucken immer ziemlich fett. Wenn ich alleine gucke, gucke ich meistens beim Frühstück. Wie gesagt, momentan gucke ich How You Met Your Mother beim Frühstück, weil meine Freundin mag das nicht. Und abends gucke ich dann immer auf dem Sofa. Wir haben ein großes Big Sofa und da legen wir uns dann beide hin, dann Decke drüber, die Kissen zurechtrücken und dann haben wir immer was. Chips oder Schokolade oder Jelly Beans, irgendwie haben wir immer was. Und weil wir dann meistens nicht aufhören können zu gucken, geht das so, also wenn wir erstmal anfangen, Serien zu gucken, dann kann sich das echt mal so 2-3 Stunden hinziehen, weil wir auch nicht über Fernsehen mehr schauen. Also wir schauen schon über Fernsehen, aber nicht mehr über Free TV, weil ich persönlich hasse es, Serien auf Free TV zu gucken. Entweder verpasst du mal dann eine Folge, weil du nicht da bist, dann hast du x-tausend Werbungen dazwischen und dann bist du halt mal gebunden. Du musst immer dann da sein, das ist ätzend. Und außen hast du immer diese Cliffhanger und du kannst dann nicht einfach weiter gucken. Deswegen gucken wir dann so bei Amazon Prime oder so, gucken so lange, bis wir aber keinen Bock mehr haben und gucken dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag weiter. Auf jeden Fall macht's fett. So, ich glaube, ich war soweit schon durch. Ich gucke nochmal schnell. Hast du irgendeine bestimmte Eigenart? Ach, habe ich ja gerade gehabt. Sehr schön. Erst lesen und dann laut vorlesen. So. Dazu müsste ich ja jetzt noch 3 Leute taggen und das habe ich vorher natürlich mal geguckt und habe gesehen, dass so gut wie alle Leute schon getaggt worden sind. Deswegen tagge ich jetzt die beiden Schwaben. Meine Lieblingsleute, die Schwaben, die Kinder für Steve, wisst ihr? Nein. Ich ziehe euch immer gerne auf, dafür zieht ihr mich immer mal Rechtschreibung auf. Macht aber nichts. Ich tagge den Bambi Plattfuß. Dann tagge ich den Killer Dorni. Und dann tagge ich den Retrojäger. Schönen Gruß von mir aus hier. Und ja, haut mal ein paar Videos raus. Da bin ich ja mal gespannt. Ne? Und dann vielen Dank nochmal an das Huhn Alex. Mal gucken, wann er die Eier hat, mal endlich mal was beizutreten für die Herausforderung. Wenn du das mich nicht tust, dann werde ich dich demnächst mal nochmal so ein Video mal ein bisschen. Ja, weißt du schon, was kommt, wie ist das, was ich meine, oder? Gut, ich bin euer Uschi. Ich habe die Ehre. Haut rein.